Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bus Simulator 18. Ja, in der letzten Folge haben wir den Hauptbahnhof das erste Mal in der Strecke drin gehabt. Und heute müssen wir das nächste davon machen. Und zwar müssen wir eine Haltestelle vom Hauptbahnhof drin haben, zwei Haltestelle Agrikulturalzone und zwei von der Industriezone. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine neue Strecke. Jetzt muss ich nochmal gucken. Der Hauptbahnhof war hier, genau. Da beginnen wir und dann haben wir die Agrikulturalzone, die ist rechts und Industrie ist auf der Seite. Dann würde ich sagen, dann fahren wir so da hoch, hier rein. Von dahin, dahin. Und dann brauchen wir noch zwei Haltestellen von der Industriezone. Das ist die Frage. Wenn er jetzt hier unten rum fährt, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal da oben hin. Nee, der fährt nicht darum. Der fährt, ach so, der fährt quasi einmal. Ja, verstehe. Müsste aber alles theoretisch von der Zone sein. Das hoffe ich zumindest. So. Einmal speichern. Nutze Fahrraum auf der Strecke. Einkommen zu generieren. Oh, wir müssen jetzt für jedes Mal hier immer wieder Fahrer benutzen. Das finde ich nicht so günstig, weil wir die dann natürlich immer daraus ziehen müssen oder halt eben neue einstellen müssen, wo wir dann eventuell weniger, achso, da haben wir gar keinen Fahrer, weniger Gewinn haben. Na gut, den könnten wir theoretisch rausziehen. Oder wir besorgen uns nochmal schnell einen neuen Bus. Das ist immer sehr lästig natürlich, aber das Geld, ja, haben wir knapp. Also knapp nicht besser gesagt, aber in der nächsten Fahrt ist das wieder drin. So, den Bus kaufen wir, den bearbeiten wir dann auch noch mal kurz, machen wie immer die Werbung da rein. Beziehungsweise, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal ehrlich gesagt vergessen. Anwenden. So, meine Busse. Der Urbanbus, der hat das nämlich auch noch nicht drin. Busfarben, Skins. Nee, was Skins war das, oder? Über Busfarben. Hallo, ich wollte eigentlich Werbung reinmachen. Benutze. Achso, hier definiert Werbung. Ja, da ist es doch. Obwohl, Moment, jetzt müssen wir mal eben gucken. Kostet Einkommen pro Woche ist aber beides gleich. Nö, dann nehmen wir das erste. Wenn das beides gleich ist, dann nehmen wir auf jeden Fall das erste hier. So, dann, ja, allen Bussen zuweisen. Eigentlich ja. Ist dann wohl der letzte, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und der eine hat immer noch keinen. Naja, gut. Die letzten, das machen wir auch mal eben. Hier auch nochmal kurz Werbung drauf. Ich finde das alles immer so ein bisschen komisch. Man schreibt allen Bussen zuordnen. Ja, es ist super. Und dann im nächsten Moment ist es wieder nicht allen Bussen zugeordnet. Aber das habe ich halt letztes Mal vergessen und dementsprechend möchte ich das drin haben. So, der eine ist okay. Was ist denn mit dem Gameplayeren farbenden Auto? Auto, Quatsch, Bus. Eigentlich müsste ich den ja in lila machen und den anderen, aber egal, da machen wir jetzt auch nochmal kurz die Werbung drauf, damit wir ein bisschen mehr Geld generell kriegen. So, dann können wir das hier eigentlich irgendwo sehen? Angestellte, Statistiken, Werbung. Wieso ist Werbung nur zwei? Das verstehe ich jetzt nicht, weil wir haben ja Busse insgesamt sechs. Also müssten wir ja, ja gut, gut, wenn wir die jetzt vorher nicht hatten, dann natürlich nicht. So, Moment, jetzt müssen wir hier mal eben gucken. Wir müssen eigentlich noch einen einstellen. Die gute Nicole. Ah, spielt auch Guerra-Golf. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Könnte ein bisschen problematisch werden, aber heißt ja nicht unbedingt was Schlechtes beim Bus. Ist von dem ersten Kaffee morgens immer etwas mies drauf. Macht nichts, solange sie Kaffee getrunken hat, wenn sie zur Arbeit kommt, ist alles gut. Deswegen, sie ist Geselle, die Einzige, die schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Entsprechend stellen wir die jetzt ein. Und dann gehen wir zum Streckenplaner. Fahrer zuweisen, nehmen die Nicole. Oder habe ich die eventuell privat mal gehabt? Ehrlich gesagt, bin ich mir da jetzt gar nicht so sicher.
Und ja, dann gucken wir mal, was wir hier so zustande bringen. Soweit ist alles normal eingestellt. Einmal die Fahrt starten, bitte. Immer mit dem kleinsten Bus. Ist für mich persönlich immer am besten. So, wir starten direkt hier vorne. Sollte ja eigentlich keine allzu große Fahrt sein. Hallöchen, die Klone sind heute auch wieder unterwegs. Sehr schön. Alle zu mir, damit ich euch nicht mehr unterscheiden kann. Eine Fahrkarte. Ja, einer der Klone möchte gerne eine Fahrkarte kaufen. Standardmäßig. Bitteschön. Danke. Gerne. Ich Ich muss hätte nur mal gerne gucken, ein wo der paar hingeht. Fahrkarten. Also, braune Haare hinten. Ja, gerne, gerne. Für den Tag 2 in Danke. Standard. Gerne. Okay, und dieser komische orangene. Oh, jetzt habe ich V gedrückt statt Na C. So. klar. Deine Karte brauche ich Hier, bitte. und deine Karte brauche ich. Sehr schön. Wobei ich mich ja auch darüber freue, wenn ich jemanden erwischt habe, weil dann kriegen wir wieder 140, waren es, glaube ich, in die eigene Kasse. Nicht so schnell um die Kurve. Ich habe jetzt gar nicht auf die Fußgänger geachtet. Entschuldigung, das sieht cool aus hier. Ja, biegst du jetzt hier ab oder nicht? Alter! Fahr doch noch weiter auf der Spur, anstatt einfach nach rechts zu fahren, wenn du abbiegen willst. Eieiei. Hier wird wieder schwer gearbeitet. Oh. Hier haben wir keinen Blitzer, glaube ich, ne? Und gerade noch die Ampel bekommen. Ich war jetzt gerade am Gucken, aber hier habe ich nichts gesehen. So. Nicht so weit rüber gehen. Warum schlägt der auf einmal so schnell ein? Also so extrem ein. Ich meine, das war vorher nicht so extrem. So, jetzt weiß ich nur nicht, ob ich jetzt da hinten nach links muss oder nicht. Die Haltestellen hier werden auf jeden Fall einmal schnell überfahren. Ist schon eine ziemlich lange Strecke. Zum Glück war ich nicht ganz so schnell. Oh. Okay. Achso, ich muss sowieso hier drauf bleiben. Ja, perfekt. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Ah, da hinten kommt auch die nächste Haltestelle. Sehr schön. Und da müssen wir, glaube ich, einmal im Kreis quasi fahren. Also einmal ums Viereck, nicht im Kreis. Um dann sozusagen wieder zu drehen und dann Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Ne? Das mache ich immer. Oh. Das mache ich immer so. Ich mache immer bescheuerte Dialoge oder auch Monologe oder auch überhaupt irgendwie. Also ich versuche immer nur meine Stimme einzusetzen. Egal, ob ich Scheiße dabei rede oder nicht. Ich bin halt eine Frau, ne? Was soll ich machen? Frauen müssen halt immer reden. Oder wie waren diese Vorurteile nochmal? Obwohl ich dem ja schon zustimmen muss. Hallo, ich weiß leider gerade nicht, wie ich Lichthupe geben kann. Ehrlich gesagt weiß ich das nie. Ich vergesse es immer wieder. Sehr So, einmal pünktlich, zur danke. Zuckerfabrik, damit sie alle schlechte Zähne bekommen. Gerne, gerne. Da sind wir doch gerne pünktlich bei sowas. So, kleinen Moment, die Dame. Ja, natürlich. Einmal Tageskarte für Senioren, beziehungsweise zweimal. Danke. Gerne, Eine Fahrkarte. gerne. Ja, natürlich. Einzel im Standard. Danke. Die haben es irgendwie meistens passend. Ich weiß auch nicht warum. Der hat sich direkt hinter mich hingesetzt. Sehr schön. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Knöpfe ich überhaupt Was? drücken muss. Ach so, hier. Ja. Muss ja alles seine Richtigkeit haben, ne? So, Moment. Hier noch nicht, aber die nächste danach müssen wir dann rechts abbiegen. Oder auch nicht, weil es da generell rechts reingeht. Dann folgen wir einfach der Straße. Ich bin wirklich mal gespannt auf den. Oh, ein bisschen schnell. Auf dem Bussimulator 21. Also, wie gesagt, geholt habe ich ihn schon. Inklusive einiger DLCs, die noch dabei waren. Das heißt, ich bin wirklich mega, mega gespannt. Aber ich weiß halt nicht, wie lange der 18er noch läuft.
weil ich wollte mal überprüfen, wie lange er läuft. Ich musste mal wohin. Hallo, Sie sind gerade erst ausgestiegen? Das ist viel zu heiß draußen. Okay, Wolf und der bei mir sitzt. Ich muss mal eben hier abkassieren, sonst kriege ich ja gar nichts mehr hin. Danke. Gerne. Wie war das noch gleich? Hier. Hier, bitte. Hat er sie jetzt bezahlt? Bitte. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Moment. Den Wolf, den hatte ich gerade aber noch nicht. Nee, sie hatte bezahlt, aber er noch nicht. So war es. Okay. Gut. Kommt aber wieder keiner. So. Sehr schön, dass der wartet. Dankeschön. Also. Irgendwas wollte ich jetzt gerade mit Bus-Simulator 21 sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf. Aber ach so, genau. Ich weiß nicht, wie lange das noch mit Bus-Simulator 18 geht. Weil ich habe schon einen leichten Schock bekommen. Ich wollte mal im Internet ein bisschen gucken, wie weit ich da jetzt so in etwa bin. Ob noch viel so von der Kampagne oder wie auch immer. Oh ja, das habe ich mir auch gerade gedacht in dem Moment, wo ich gerade hier durchgefahren bin. Ach komm. Komm, die paar Millimeter wirst du doch noch... Oh. Ich wollte die eigentlich nicht rauslassen hier. Ich habe so viel Truck gespielt, das ist mein Problem. Weil da kann man dann ein... Ja, genau, fahr mir einfach in den Bus rein, Arschloch. Du siehst, dass ich mir gerade wegfahren muss, weil ich einen Unfall hatte. Aber nein, der fährt mir einfach voll in die Karre, oder wollte es gerade. So. Nach dem Gemeckere und so weiter. Ich wollte das mal vergleichen, wie lange das denn ungefähr noch dauert mit dem Bus-Simulator 18, damit ich so in etwa schon mal was sagen kann. Und haben einen Schock bekommen. Also einige haben ihr Let's Play so auf 30 Folgen oder noch weniger, glaube ich. Und andere haben über 100 Folgen. Was? Der war überhaupt gar kein Randstein. Der biegt eh ab, so. Und jetzt weiß ich halt nicht, wie lange das jetzt noch dauern wird, weil ich würde schon gerne das eine natürlich abschließen, bevor ich das nächste dann beginne. Und ja... Es ist halt nicht wirklich absehbar jetzt aktuell, aber ich habe wirklich zugeschlagen in letzter Zeit. Leider. Also finanziell leider. Da war ich nicht drauf. Sehr schön. Ach nee, das war kein... Ich dachte gerade schon. Ich habe bestimmt 10, 15 Simulatoren noch geholt und... Geiere noch auf ein paar. Also ich habe noch die Polizei, den Polizeisimulator, den Feuerwehrsimulator. Die beiden hätte ich auch gerne noch. Und so ein, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich habe einen Simulator geholt, wo man durch Schlamm durchfahren muss, um irgendwas auszuliefern. Mit so richtig schweren Karren fährt man da durch. Und einen, da warte ich noch drauf, da fährt man durch den Schnee. Oder war es umgekehrt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Einen von beiden habe ich auf jeden Fall. Das ist schön, dass du hier raus musst. Ich halte hier sowieso gerade. Wiedersehen. Ist das ein Vampir? Der sieht so komisch aus. Ja, das muss ein Vampir sein. Der ist einfach drüber gesprungen. Ja, gerne. Ich muss nochmal eben kontrollieren. Der Opa könnte sein, dass der eventuell... Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erstmal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Ich rede von einem Opa und sie sagt, sie muss schauen, ob sie noch in Badeanzug reinpasst. Eine Fahrkarte. BTF! Zack. Der ist doch kein Student mehr, hallo? Lebenslanges Psychologiestudium oder was wird das hier? Du bist doch schon, keine Ahnung, bei 40 oder so. So. Na klar, hier, ja, bitte. Danke. Wo hab ich denn... Mhm. Ah, hier, bitte. Schade, diesmal keinen erwischt. Freut man sich ja auch schon mal drüber, ne? Ich meine, wie gesagt, es gibt dann extra Einnahmen. Das ist schon die Endstation, sehr schön. Ich habe schon wieder übrigens vergessen, mal zu gucken wegen dem Fahren, also wegen dem, damit das nicht so zuppelt. So. Ich möchte keine Schlaglöcher überfahren. Könnt ihr jetzt endlich mal fahren hier? Gameplayerinnen haben immer Vorfahrt. Los. Das war so klar, dass der jetzt...
Alter, die stehen alle links und rechts. Wieso fährst du nicht? Wie hat mal einer geschrieben, es reicht in der Parklücke, wenn man kurz hupt? Dann fahr doch einfach. Wenn ich den jetzt überhole, ne? Wieso zieht der jetzt die ganze Zeit nach links? Manchmal fühle ich mich. Ja, es war so klar. Es war so klar. Die machen das immer. Die machen das immer. Toll, jetzt habe ich so lange gehupt, dass ich jetzt falsch gefahren bin, oder was? Oh je, oh je. So was passiert dann. Puh. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, dass es nicht die richtige Strecke ist. Heute ist echt der Wurm drin, es ist einfach zu spät. Ich bin zu müde, ich kann heute nicht spielen irgendwie. Könnt ihr mich jetzt mal durchlassen hier, so geht das nicht. So. Ich darf nicht da drauf fahren, das wissen wir ja schon. Uns gibt das wieder Punkteabzug, wenn ich auf die Linie fahre. Das ist aber jetzt sehr lange, wenn wir jetzt hier einmal die komplette Kurve drehen müssen. Wenigstens halten die sich ja dran, dass sie stehen bleiben. Ist doch schon mal etwas. Ist jetzt hier raus, oder? Nehme ich mal an. Ja, okay. Das Problem ist, ich sehe da hinten nicht so richtig, wo ich jetzt eigentlich rum soll. Ob das jetzt rechts von mir ist? Ja, aber fahr mich doch am besten noch. Ich bin Busfahrer. In der Vorfahrt. Ich bin jetzt tatsächlich sogar auf der Vorfahrtstraße. Und da die ja schon eben nicht gefahren sind. So, hier müssen wir rechts rum. Und dann ist da die Bushaltestelle, wenn ich das jetzt richtig sehe. Leute, da ist kein Auto, was rechts oder links fahren möchte. Fahrt doch über die Kreuzung. Ich verstehe diese KI nicht, ganz ehrlich. Ich meine, man soll nicht so fahren, wie ich jetzt hier fahre. Das ist schon richtig. Aber wenn die sowieso alle stehen, dann können die ja wohl mal fahren. So. Nächster Halt, Boskorb, Lagerhalle, Endstation. Genau. Genug aufgeregt hier, Endstation. Und das meine ich im positiven Sinne. Arrivederci, ciao, au revoir. Hinten ist keiner mehr, ne? Habe ich wieder... na gut, dann schauen wir aber trotzdem nochmal, ob hier irgendjemand Dreck hinterlassen hat. Das machen meine Fahrgäste ja gerne mal. Egal, mit welchem Bus ich fahre. So, dann können wir das Ganze jetzt beenden. Hallo, ich hatte gar keine Kollision. Wollt ihr mich veräppeln? Oder? Nee, Kollision hatte ich keine. Ich bin niemanden reingefahren oder so. Bordstein, okay, oder meine mit, ja, Moment, oder meine mit Kollision, nee, damit meinen die das, wo ich an diesen Dingen hängen geblieben bin, an der Ampel oder was das war, ich weiß es nicht mehr, das meinen die mit Kollision und ich dachte immer, dass das nur mit Autos, also mit anderen Autofahrern quasi sein kann, ah, okay, Geheimnis gelüftet. Du hast dich schon wieder selbst übertroffen. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Umgebung der Stadt je so stabil war. Ich habe noch mal mit Herrn Baumann gesprochen. Und wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Hauptbahnhof wieder ins Streckennetz zu integrieren. Ja, wir bei der Handelskammer sind absolut überzeugt, dass wir mit eurer Expertise die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können. Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt. Außerdem sind die Gesellschafter bereit, die Rechte für den Hafenbezirk wieder zu überschreiben, wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr den Hauptbahnhof in euer Streckennetz einbinden und mit der anschließenden Nachfrage fertig werden könnt. Ja. Ich meine, dass sie das jetzt schon zweimal mindestens gesagt haben, wo ich das aufgenommen habe, aber was weiß ich schon. Als nächstes müssten wir dann Hauptbahnhof Schober Grounds, Siegwalden und Oakville. Schober Grounds ist hier, Siegwalden und Oakville. Also diesen Bereich im Endeffekt
müssten wir dann fahren. Ich finde es nur ein bisschen blöd, dass wir immer so die gleichen Strecken dann machen müssen und dann weniger Abwechslung in dem Sinne reinkommt. Das hätten sie vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber gut, ich meine, ich will mich jetzt nicht beklagen. Erwarteter Gewinn 6.000, wollt ihr mich denn hier veräppeln? Ja gut, es ist eine kurze Strecke, muss man jetzt dazu sagen. Aber da könnten wir dann eventuell beim nächsten Mal den Fahrer rausziehen, weil wir brauchen hier auch wieder, ja, da brauchen wir auch wieder einen Fahrer für die neue Strecke. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und die neue Strecke dann in der nächsten Folge fahren werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.